Kinderarbeit, da geht es uns vor allen Dingen um ausbeuterische Kinderarbeit. Ausbeuterische Kinderarbeit ist eben dann vorhanden, wenn Kinder in einem Umfang arbeiten müssen, also den ganzen Tag arbeiten müssen, sodass sie keine Zeit mehr haben, die Schule zu besuchen, dass sie keine Zeit mehr haben, Kind zu sein, Freizeit zu genießen, mit anderen Kindern zu spielen. Und ausbeuterische Kinderarbeit ist vor allen Dingen dann, wenn diese Kinder auch keine Rechte haben in ihrer Arbeit. Ja, als BDKJ engagieren wir uns schon seit über 40 Jahren sehr stark für den fairen Handel. Und im fairen Handel sehen wir ein sehr gutes Instrument, um eben Kinderarbeit vorzubeugen. Denn der faire Handel hat als Ziel, nachhaltig die Lebensbedingungen von Menschen, von armen Menschen in sogenannten Entwicklungsländern zu verbessern. Und wenn ein gutes, gesichertes Familieneinkommen vorhanden ist, ist die Gefahr schon mal geringer, dass Kinder auch noch mitarbeiten müssen, um die Lebensgrundlagen für die Familie zu erwirtschaften. Ja, uns geht es darum, Bildungsarbeit im Bereich des fairen Handels zu leisten. Wir haben dazu auch eine Webseite, jugendhandeltfair.de. wo wir gemeinsam mit Miserior, mit dem Kindermissionswerk, mit der evangelischen Jugend und mit Brot für die Welt in Kooperation auch mit der GEPA, dem großen Fairhandelshaus, einen Wettbewerb ausgeschrieben haben, in dem wir junge Menschen für dieses Thema fairen Handel sensibilisieren wollen und dabei gerade auch diesen Aspekt der Kinderarbeit mit ansprechen wollen und zeigen wollen, dass es eben nicht allen Kindern auf der Welt so gut geht wie den Kindern hier in Deutschland, die ganz selbstverständlich kostenlos die Schule besuchen dürfen, eine gute Ausbildung bekommen und allgemein gute Lebensbedingungen haben.